Meine EM-Rente wurde schon mit dem neuen Rentenwert angepasst. Warum ist der Zuschlag von 7,5% noch nicht mit dabei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, zum 1.7.2024 gibt es die normale Rentenerhöhung 4,57% und für rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben oder daraus folgend eine Altersrente beziehen oder hinterbliebenen Rentner unter bestimmten Voraussetzungen, die sollen bis zu 7,5% Zuschlag bekommen. Und jetzt habe ich eine Anfrage bekommen von einem besorgten Kunden, der teilte mir mit: Ja, Herr Knöppel, ich habe den Rentenbescheid schon bekommen, der neue Rentenwert 39,32 ist schon mit reingekommen. Ich bin total glücklich drüber, aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum ist der Zuschlag 7,5% noch nicht mit dabei? Ich bin ja seit 2005 EM-Rentner und beziehe diese Rente ja auch bis jetzt auch noch. Ja, meine Damen und Herren, das ist relativ einfach. Da hat wohl unser Anfragender etwas nicht mitbekommen. Und zwar gab es zum Jahresanfang 2024 richtig viel Knatsch, auch in der Öffentlichkeit. Die Deutsche Rentenversicherung hat mitgeteilt, dass sie nämlich die Umsetzung des EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetzes vom 28. Juni 2022 nicht punktgenau zum 1.7.24 vornehmen kann. Es gibt technische Probleme mit der Programmierung, Arbeitskräfteprobleme und vieles mehr. Ja, und das hat für einen mächtigen Wirbel gesorgt und die Leute haben dann bei uns auch wirklich ganz, ganz massiv angefragt: Was ist jetzt los? Was ist jetzt geplant? Kriegen wir pünktlich unser Geld? Kriegen wir pünktlich den Zuschlag? Und. Ja, und Hubertus Heil ist sofort in die Bresche gesprungen und hat dann ganz knallhart gesagt: So geht's nicht. Wir brauchen hier eine Lösung, eine unbürokratische Lösung, dass die Leute, die Betroffenen, die rund 3 Millionen ihr Geld bekommen. Und jetzt gibt es ein sogenanntes EM-Rentenbestandsauszahlungsgesetz. Das ist so eine Art Nothilfe. Und diese Nothilfe sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Das heißt also, die meisten von Ihnen oder alle werden nicht mit dem Rentenbescheid oder mit der Rentenanpassungsbescheid die bis zu 7,5% Zuschlag erhalten. Nein, Sie werden ab Juli 2024 in einem ersten Schritt, in einer ersten Stufe, dann wahrscheinlich ab Mitte Juli, noch eine zweite Rentenzahlung bekommen zu Ihrer normalen Rentenzahlung. Entweder vorschüssige oder nachschüssige Rentenzahlung. Müssen Sie bitte auf Ihren Kontoauszug gucken. Das ist dann meistens ein kleinerer Zahlbetrag. Und der ganze Spaß geht bis zum 30.11.2025. Denn so lange hat die Rentenversicherung jetzt wieder Zeit bekommen, ihre Probleme zu lösen und dann die entsprechenden Rentenbescheide auch so zu fertigen und auszufertigen, dass sie dann in einem richtigen Rentenbescheid dann auch über die Höhe des Zuschlags was erfahren, auf welcher Basis der Zuschlag errechnet worden ist, also wie viele persönliche Entgeltpunkte da noch dazugekommen sind, wie der Entgeltpunktestand am 30.06.2024 war, auf Grundlage dessen sich dieser Zuschlag bis 7,5% berechnet. Also, meine Damen und Herren, bitte keine Sorgen machen, wenn Sie in Ihrem normalen Rentenbescheid, den Sie bekommen, diesen Zuschlag an 7, bis 7,5% nicht mit ausgewiesen haben, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, dass es dieses neue Auszahlungsgesetz gibt. Und dieses neue Auszahlungsgesetz regelt in einer Übergangszeit vom 1.7.24 bis zum 30.11.2025 hier ein zweistufiges Auszahlungsverfahren, das übrigens vom Postrentenservice hier gelöst werden soll. Meine Damen und Herren, ich bin wirklich mega gespannt, ob das alles wirklich so klappen soll oder klappen kann, wie sich das Hubertus Heil von der SPD so vorstellt und wie er das in Wort und Schrift eines Gesetzesentwurfs gegossen hat, der im Übrigen auch vor ein paar Tagen schon durch den Bundestag gegangen ist, meine Damen und Herren. Also von der Seite her bin ich wirklich mächtig gespannt, ob das tatsächlich dann auch klappt. Ich warte dann schon mal auf die ersten Rückläufe Mitte Juli von Ihnen, ob Sie denn tatsächlich auch, also die Betroffenen, hier die entsprechenden Bescheide bekommen, die entsprechenden Zahlungen, extra Zahlungen zur Rente bekommen werden.
werden. Meine Damen und Herren, bitte nochmal, Sie werden eine Extrazahlung monatlich zur normalen Rentenzahlung erhalten. Also das fällt nicht zusammen an einem Tag, sondern das wird immer an einem gesonderten Tag im laufenden Monat jeweils sein bis zum 30.11.2025. So ist mein Kenntnisstand auch aus den Gesetzesvorlagen, die hierzu geschaffen worden sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.